Hallo zusammen. Heute zeige ich euch, wie man dynamischen Text in der Game Engine verwenden kann. Ich habe das hier unten benutzt für die Munitionsanzeige, wie viel Munition noch übrig ist. Und immer wenn ich schieße, wird jetzt ein Schuss abgezogen. Das ist relativ schwierig in Blender umzusetzen. Es ist nicht ganz so einfach, dass man sagt, Text fällt hierhin und folgende Property wird dazu gewiesen. Es geht ein bisschen anders und das schauen wir uns jetzt an. Ja, wir wollen ja nicht, dass die Punkteanzeige hier irgendwo im Raum rumsteht, sondern die soll fortlaufend unten links hier in der Kamera zu sehen sein. Dafür brauchen wir eine neue Szene. Das werden wir nämlich mit einer sogenannten Overlay-Scene lösen. Unsere aktuelle Szene heißt hier oben noch Scene, die nennen wir mal um in Game, fügen über das Plus eine neue über New hinzu und nennen die einfach mal Overlay. Der Name ist egal, Hauptsache ihr merkt euch den und könnt damit selber was anfangen. In der neuen Szene, die ist erstmal blank, fügt ihr eine Kamera hinzu und ja, damit ihr es nicht vergesst, direkt hier oben auf Blender Game umschalten und nochmal auf GLSL, damit wir gleich dieselben Einstellungen haben wie auch in der anderen Szene. Dann fügen wir noch eine Plane hinzu. Ich habe schon angekündigt, das wird nicht so einfach, wie man das hätte haben können, dass man einfach sagt, Textfeld hinzufügen und das soll eine bestimmte Property ausweisen, nämlich die Punkteanzahl oder so. So einfach ist es nicht. Hier in der Kamera, das können wir auch direkt machen. Rechte Maustaste drauf, in die Kameraeinstellungen, dann von Perspective auf Orthographic umstellen. Die richten wir dann gleich aus, denn man weiß vorher nie bei dieser Textsache, ich zumindest nicht, in welche Richtung der Text hintergehen wird. Gut, für diese Plane brauchen wir jetzt ein Material und das Material stellen wir direkt schon mal auf Shadeless ein und auf Text, auch eine ganz wichtige Einstellung, sogar die Haupteinstellung eigentlich. Die sagt nämlich aus, dass sich das Material als Text verhalten soll. Hier stellt ihr um auf Add und dann können wir zur Textur rüberspringen. Wir brauchen nämlich eine Texttextur. Da bekommt der Begriff Textur eine ganz neue Bedeutung. Ich habe da auch schon was vorbereitet. Ich habe das Bild hier, was ihr dafür braucht. Das ist jetzt die Schriftart Arial Black, auch in der Beschreibung hinterlegt. Hier unten rechts könnt ihr sehen, wie die aussieht, da sind alle Buchstaben drauf hinterlegt und genau so etwas braucht man, um dynamischen Text in Blender umsetzen zu können. Fragt mich nicht, wer sich sowas ausgedacht hat. Ich finde das auch mehr als suboptimal, aber so ist es nun mal. Man muss nur wissen, wie es geht. Hier unten bei den Koordinaten umstellen auf UV und dann können wir es eigentlich auch schon unwrappen, das Ding. Hier auf dem Bildeditor umschalten, die Textur auswählen, dann das Bild einmal, oh nein, in den Bearbeitungsmodus mit Tab, dann unwrappen und dann das Ganze kleiner ziehen, sodass wir gleich das Add hier oben drin sehen können in der Box. Wichtig ist, dass ihr die Proportionen nicht verschiebt, das muss also viereckig bleiben. Wichtig ist, dass oben und unten ziemlich nah am Add anliegend ist das Ganze. So, das dürfte ungefähr hinkommen. Ja, in der Plane sieht man ja jetzt noch nichts. Da ist noch irgendwas falsch eingestellt. Genau, Alpha muss noch angehakt sein bei der Textur. Jetzt kann man das Add schon sehen, aber da ist man noch lange nicht fertig. Die Plane ist ausgewählt. In der Plane muss man zwingend eine Property hinterlegen, die sich Text nennt, mit großem T, ganz wichtig. Umstellen auf String. Und damit wir jetzt sehen, ob das richtig ausgerichtet ist, geben wir mal 1, 2, 3 ein und schauen in die Game Engine. Man sieht nämlich 3, 2, 1 macht er daraus. Aus der Game Engine wieder raus. Dann wieder mit Tab in den Bearbeitungsmodus. Und hier jetzt R für Rotation 180. Und dann nochmal rein, also aus dem Bearbeitungsmodus raus, in die Game Engine. Jetzt steht da schon 1, 2, 3. Das ist maßgeblich und wichtig, damit das überhaupt irgendwie funktioniert. Jetzt wollen wir die Kamera ausrichten. Einmal rotieren auf minus 90 Grad, damit die da auch drauf schaut. Von oben einmal um 90 Grad drehen. Jetzt ist die richtig ausgerichtet. So ungefähr zumindest. Ja, das hier wieder zumachen. Jetzt machen wir das Add ein bisschen kleiner.
und schieben das mal hier unten in die Ecke, weil sich das ja gleich mit dem Originalbild überlappen wird. Und dann sehen wir unten links die Anzeige. Ich stelle die erstmal um auf 0. Dass er richtig ausgerichtet ist, haben wir ja jetzt gesehen. Bisschen kompliziert, aber es klappt schon. Und ja, dann können wir eigentlich direkt noch eine Property hinzufügen. Ich nenne die jetzt einfach mal Shots und mache daraus einen Integer. Jetzt gehe ich in die Hauptszene zurück. Ich habe das Empty von der Waffe ausgewählt und damit wir irgendwas in der Anzeige jetzt darstellen können, versende ich bei jedem Schuss eine Message an meine Plane aus der anderen Szene, die die Punkteanzeige ja ist. Und als Betreff nehme ich Fire, also dass wir geschossen haben. Zurück in die andere Szene. Ach nee, eins kann ich noch machen, einmal noch in die Spielszene. Wir können in irgendein beliebiges Objekt, ich nehme jetzt mal den Fußboden, direkt ein Always einbauen, Always Scene verbinden und dann Add Overlay Scene, und zwar unsere Overlay-Szene. Wenn wir jetzt in die Game Engine reingehen, dann sehen wir schon unten links unsere Punkteanzeige. Allerdings macht die natürlich noch nichts, weil wir auch noch nicht gesagt haben, dass die was machen soll. Aber genau das regeln wir ja über unsere Message an die Plane mit dem Betreff Fire. Ich gehe in die Overlay-Scene zurück. Hier haben wir ja die Variable Shots schon festgelegt. Und dann sagen wir dem Ding hier immer, wenn eine Message ankommt mit dem Betreff Fire, dann soll der Property Shots was geaddet werden, und zwar eine 1, immer einen draufzählen. Gleichzeitig dazu soll die Property mit dem Namen Text angepasst werden, der Property Shots, und jetzt müsste eigentlich der Text übernommen werden. Man muss diesen Umweg machen. Es geht also nicht direkt, dass man sagt, Text entspricht den Shots oder so. Wer doch weiß, wie das geht, wunderbar, sagt mir Bescheid. Ansonsten muss man es halt so machen. Gucken wir mal. Und wie ihr seht, zählt die jetzt nach oben und erweitert sich auch in die entsprechende Richtung. Das ist das Ergebnis, was ich jetzt erreichen wollte. Man kann natürlich genauso gut eine Punkteanzeige rausmachen, dass man sagt, immer wenn ein Gegner erschossen wird, dann soll halt die Message hier nicht auslösen, dass die Variable Shots hochgezählt wird, oder, sondern zählt man halt die erschossenen Gegner, oder man zählt halt sofort 100 drauf wegen 100 Punkte, oder man macht eine Munitionsanzeige, wo man dann sagt, immer wenn ein Schuss abgefeuert wird, soll einer abgezogen werden. Die Möglichkeiten sind da ja vielfältig. Genauso gut kann man Variablen Text dort anzeigen lassen. Ja, das war's mit dem Tutorial. Eine ganz wichtige Sache. Es ist extrem umständlich, das umzusetzen. Hatte ich ja vorher angekündigt. Ich weiß auch nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann, das so schräg einzubauen in die Game Engine. Es wäre viel einfacher gegangen, indem man einfach sagt, Textfeld einfügen, das entspricht irgendeiner Property. Aber da warten wir mal ein paar Blender-Versionen noch ab. Vielleicht kommen die ja auch noch drauf. Gut, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen, und wir sehen uns beim nächsten Tutorial.